Wenn ich nicht überzeugt wäre von der Sache, dann wäre ich zu Hause geblieben. Aber mich hat es einfach interessiert, schon sehr lange interessiert und habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass die Wahl auf mich dann gefallen ist. Und ja, und schlussendlich mit dieser Überzeugung versuche ich auch die Mannschaft zu überzeugen, dass sie nicht bei irgendeinem Verein ist, sondern beim sehr, sehr speziellen Verein, der ja, die Spieler haben unglaublich viel Qualität, die sie leider nicht in den letzten Wochen nicht so abrufen konnten, wie es der Vorgänger gerne gehabt hätte. Und daran gilt es einfach zu arbeiten, sie wieder auf ihre Stärken zu besinnen. Es sind alles hervorragende Fußballer, die sehr viel Talent haben. Aber schlussendlich, die Wahrheit liegt auf dem Platz und da müssen wir es eben schaffen, wieder gute Resultate für die TSG zu schaffen. Wenn er mit was unzufrieden ist, wenn er was anmerken will, jederzeit willkommen, um Gottes Willen. Das ist einfach die Persönlichkeit hier. Ohne ihn wird es diesen Verein in dieser Art und Weise nicht geben. Und natürlich hat er das Recht, sich da auch zu äußern, kritisch oder auch positiv. Habe ich auch nichts dagegen. Und nein, immer herzlichst willkommen und freue mich da eben auch, wenn wir da immer wieder in diesem Dialog auch sind, weil ich denke, dass das auch absolut legitim ist, dass man nachfragt, was passiert hier oder wenn man unzufrieden ist, einfach Anmerkungen, wie empfinde ich das von oben. Ich denke, das ist völlig normal.